Hallo, mein Name ist Oskar Salomon und in diesem kurzen und inspirativen Video geht es um die größte Freiheit in deinem Leben. Viel Spaß dabei. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier auf unserem YouTube-Kanal. In diesem Video geht es, wie gesagt, um die größte Freiheit in deinem Leben. Und da möchte ich ein Zitat von unserem Pastor Andreas Pantli hier aus der ICF Church Hamburg zitieren, bei dem ich im letzten Sonntag in der Predigt war, und das hat er sehr gut auf den Punkt gebracht. Er meinte dort nämlich, die größte Freiheit in deinem Leben ist es, von dir selbst befreit zu sein. Oder besser gesagt, die größte Freiheit in seinem Leben ist es, von sich selbst befreit zu sein. Und das ist ein Spruch, der uns im Leben ja häufig begegnet. Vielleicht ist das aufgefallen, ne? Also der Buddha hat sowas gesagt. Jesus hat sowas sehr stark gesagt, ne? Der hat, ich bin ja sehr gläubig geworden in den letzten Jahren, und er sagt ja, ja, wer sein Leben verliert, der wird es finden, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Also er sagt auch so paradoxe Aussagen über das Leben und über das Finden und Verlieren von sich selbst, und Andreas Pantli eben auch. Und ich war so begeistert, ich war da in dieser Predigt, und Andreas, unser Pastor, sagt halt diesen Satz, und in diesem Moment habe ich halt gecheckt, er kann das in diesem Moment fühlen und begreifen. Also er in diesem Moment, er lebt das, was er da sagt. Das ist kein Lippenbekenntnis, das ist kein intellektuelles Verständnis, wo wir dann sagen, ja, ja, stimme ich zu oder stimme ich nicht zu. Nee, das ist wirklich seine Erkenntnis. Und das hat also tief in mir so wie so eine Glocke angeschwungen. Und ich glaube, das ist eben extrem gut auf den Punkt gebracht. Spielt auch in meiner Arbeit als Arzt, der ja über die Seele arbeitet, eben eine riesengroße Rolle, diese Befreiung von dir selbst zumindest kurzzeitig auch herzustellen in der tiefen Entspannung, mit der ich teilweise schwere Krankheiten behandle. Und zwar frag dich mal, was kann das überhaupt bedeuten? Die größte Freiheit ist es, befreit von dir selbst zu sein. Das kann natürlich nicht bedeuten, dass du physisch stirbst. Das wäre bizarr, ne? Wir sagen natürlich nicht, dass die größte Freiheit ist, dass dein physischer Körper kaputt geht und du Krankheiten kriegst oder stirbst und dich zu Staub auflöst. Das natürlich kann nicht gemeint sein. Also es muss eine andere Form von Selbst gemeint sein, die da verschwindet. Welche ist das? Natürlich die Welt unseres Egos, also die Welt unseres Selbstbildes, die verstandestätige Funktion, die immer vergleicht, die eine Vergangenheit konstruiert, die eine Zukunft konstruiert, die versucht zu managen, wie du dich in der Welt durchschlägst. Und der Buddhismus hat eben, und die ganzen Yogis in Indien, die saßen halt viele, viele Jahre teilweise vor Wänden und haben in sich selbst geguckt und haben halt festgestellt, ja, also im Kern besteht meine Verstandestätigkeit eigentlich nur aus drei Dingen, nämlich Ablehnung, Gier oder Durst oder so haben wollen, also Ablehnung haben wollen, man kann auch sagen Hass und Gier, das meint das Gleiche, also das heißt weg von und hinzu. Und dann gibt es noch eine dritte Funktion, die dem eigentlich zugrunde liegt, das ist das Nicht-Erkennen oder sich einbilden von Dingen, die nicht da sind. Da mache ich gleich ein sehr spannendes Video zu, wird dann in den nächsten Wochen gepostet, aber drehen wir hier im Anschluss dran. Was wir uns hier einbilden, was gar nicht da ist, das bilden wir uns eigentlich den ganzen Tag ein, dass du da ein bisschen Einblicke bekommst. Und es geht also um dieses Selbst, das im Prinzip einfach nur eine Anordnung ist von will ich nicht, oder wo du der Realität was hinzufügst, was nicht da ist. Und wenn du dich mal genau hinguckst, sind dann die schönsten Momente deines Lebens. Ja, dein erstes Kind wird geboren oder du bist verliebt oder du gehst in ein Projekt auf, was denn, oder du erlebst einen Herzenswunsch oder dein Leben wird gerettet. Ja? Du bist am Ertrinken, jemand müsste es nicht, aber rettet dein Leben. Du bist in diesem Moment so voller Dankbarkeit und in diesem Moment hört dein übliches Selbst auf zu existieren. Du bist befreit von dir selbst. Da bricht etwas Tieferes durch. Es ist nicht mehr Ablehnung und Haben-Wollen ist die treibende Kraft, die gewöhnliche Kraft in deinem Leben, sondern es ist eine außergewöhnliche Kraft, eine, die, wir würden sagen, von nichts kommt oder zumindest von nichts Festem kommt, die aus dem Herzen überfließt. Wir sehen das bei Kindern. Das ist der Grund, warum Kinder auch schreien können, stundenlang schreien können, ohne heiser zu werden. Schrei du mal 20 Minuten, du wirst heiser. Teilweise schon nach 10 Minuten. Das liegt nicht daran, dass mit deiner Kehle irgendwas nicht stimmt. Das liegt daran, weil du ein Ego hast. Weil du immer noch was willst oder nicht willst und abwehrst und so. Und dadurch so viel Anspannung in all deinen körperlichen Ausdrücken sind, dass du dich total verausgabst. Das ist auch der Grund, warum du müde ins Bett fällst. Weil du zum Beispiel nicht den Job hast, den du haben solltest und dann aber dir das rechtfertigst und. Ich gehöre auch dazu. Ich nehme mich da gar nicht aus. Aber das alles ist
ist bei Andreas Pantli in der Predigt da gewesen und hat gesagt, ja, das ist die größte Freiheit, zu bemerken und das herzustellen, dahin zu kommen, dass du von dir selbst befreit bist. Und ja, im Prinzip sind alle mystischen Schulen des Lebens in allen Kulturen, wir alle haben diesen Impuls, uns selbst loszuwerden. Und da gibt es günstige und, sage ich mal, weniger günstige. Ja, ich sage mal, die weniger günstigen sind zum Beispiel, das über Alkohol oder Drogen erreichen zu wollen. Und dann gibt es günstige, die quasi über einen Weg der Bewusstwerdung, der Verinnerlichung, der Disziplin, also der positiven, konstruktiven Disziplin, die sind allgemein als positiver zu bewerten als die anderen, die sind sehr destruktiv für dich und dein Umfeld. Aber im Grunde versuchen sie oft das Gleiche, nämlich das Loswerden von sich selbst. Und das ist die größte Freiheit, die du haben kannst. Stell dir mal vor, du sitzt im Gefängnis, im schlimmsten Gefängnis. Du sitzt vielleicht als politischer Gefangener in irgendeinem Land fest, als politischer Gefangener der USA, willst du nicht sein. Oder politischer Gefangener von China, willst du auch nicht sein. Politischer Gefangener der Russen willst du auch nicht sein. Also willst du eigentlich nie Gefangener sein, irgendwo, wo du komplett ausgeliefert bist. Und stell dir vor, in diesem Moment, wo du eh nichts machen kannst, ist deine Ablehnung nicht da. Ist deine Gier, wo du woanders sein müsstest, nicht da. Und musst du diesem Moment nichts hinzufügen. Ja, da bist du selbst, wenn du am Tiefpunkt deines Lebens bist, völlig ausgeliefert und im großen Schmerz und Leid, ist die ultimative Freiheit da, weil du nicht gefangen bist von deinen eigenen Vorstellungen. Und umgekehrt, mach das mal das andere Beispiel. Du bist Milliardär in der westlichen Welt, ne? Hast alles, könntest dir alles kaufen, könntest überall hin. Und in deinem Kopf hast du nur das schlechte Gewissen mit deiner Ex, die Gier, weil du nicht weißt, wohin, oder die Gier, irgendwas zu bekommen, und dann hast du es. Toll, dann kommt das Nächste. Und ständig hast du Vorstellungsbilder, die sich über deinen immensen physischen Reichtum legen, und du hast keinen Frieden. Ja, die beiden Extreme gibt es. Und wo ich dich einladen will, ist, erkenne, dass diese Welt aus Gier und Ablehnung oder Gier und Hass und der Projektion, dass das eine illusorische Welt ist, eine Welt, die nicht existiert. Die ist zwar da, weil sie eine Funktion deines leibgebundenen Daseins ist. Dein Körper fantasiert das, als würdest du sozusagen Traum wandeln. Meiner macht das zumindest. Erzählst mir Geschichten und so. Ja, aber es ist ja nicht die Wahrheit. Es ist eine Illusion, die ziemlich viel Leid erzeugt. Also, meine Einladung an dich. Geh nach innen und finde dich selbst und lass dich selbst dabei los. Und ich will da auch mit einem Zitat von Meister Eckhart, einem großen deutschen Mystiker, etwa vor 1000 Jahren hat er gelebt, enden, der sagt, also der größte Dienst, den du eigentlich tun kannst, ist, dich selbst zu lassen. Und ja, ich will damit gar nicht enden, weil es gibt noch einen wichtigen Weisheitstext, 1500 Jahre alt, der heißt Shinjin Mei, über den Glauben an den Geist müsste das so ungefähr heißen, es gibt verschiedene Übersetzung ist Meißelschrift über den Glauben an den Geist. So wird das oft genannt. Und da ist einer der ersten Paragraphen, erster oder zweiter Paragraph ist, der wahre Weg ist nicht schwer. Wenn ich ihn richtig zusammensetze, der wahre Weg ist nicht schwer, lass nur ab von Vorliebe und Hass. Und er liegt offen vor dir. Und schon eine kleine Unterscheidung, so breit wie ein Haar. Und der Frieden ist gestört und Himmel und Erde sind unendlich weit auseinander. Und das ist natürlich auch einfach vor 1500 Jahren von tiefen Yogis, von tiefen Meistern, die viel in sich gegangen sind, ganz klar auf den Punkt gebracht, wie du dich selbst lassen kannst, mich deine eigenen persönlichen Vorlieben, deinen Hass zu erkennen als das, was er nun mal ist, Funktionen deines Geistes, und sie loszulassen und einen anderen Weg zu gehen nach innen, wo du jenseits dessen existierst. Ja, ich hätte nie gedacht vor 10 Jahren, dass ich mal so rede, oder vor 15, aber das ist, ich stimme Andreas zu, Andreas, das ist der größte Frieden, von dir selbst erlöst zu sein, das ist der größte Frieden für jeden Menschen. Ich sehe das jeden Tag wieder hier in meiner Praxis, das ist ein großer Teil des seelischen Friedens und der Gesundheit, den du dir damit schenken kannst. Ich hoffe, dieses Video hat dir ein bisschen mehr Einblick in dich gegeben, über deine größte Freiheit, die in dir zu erreichen ist und die immer schon da ist. Die ist ja auch nicht weit weg von dir, sie ist nur
nur getrennt von den Gedanken und Projektionen und Vorstellungen, Vorlieben und Abneigungen, die du automatisch gegenüber der Welt hast. Und da gibt es einen Weg raus in diese große Freiheit. Und in diesem Sinne, ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Alles Liebe, dein Oskar Salomon.